Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich den Bernhard tragbaren Gasgrill im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Grillabenteuer wann und wo du willst mit einem tragbaren Gasgrill. Egal ob auf deinem Balkon, der Terrasse oder unterwegs, unser tragbarer 2-Brenner Gasgrill Wayne ist bei jedem fetten Barbecue am Start. Der Kleine hat mächtig was unter der Haube und verpasst Steaks, Hühnchen, Fisch und Co. eine schöne Kruste und fette Röstaromen. Dicke Gussroste für deinen tragbaren Gasgrill. Wayne kommt mit dicken porzellanemaillierten Gussrosten. Die speichern die Hitze langanhaltend und verteilen sie für beste Barbecue-Ergebnisse gleichmäßig in deinem Grill. Geschlossene Streben in der Mitte der Gussroste über den Edelstahlbrennern verhindern das Heruntertropfen von Flüssigkeiten und schützen so vor hohen Flammen und Fettbrand. Da will jeder mal ran, oder? No problemo. Mit einer Grillfläche von 47 x 36 cm kriegst du problemlos 4 Personen gleichzeitig satt. Einfach losgrillen bei bis zu 300 Grad Celsius. Dein tragbarer Gasgrill heizt Fisch, Fleisch und Gemüse mit insgesamt 3,5 Kilowatt und Temperaturen bis zu 300 Grad Celsius ordentlich ein. Bring dazu die beiden Edelstahlbrenner per Piezo-Zündung in Gang und kontrolliere die zwei Grillzonen per stufenlose Regulierung genau nach deinem Bedarf. Dein tragbarer Gasgrill hält was aus. Korpus und Deckel, Brennkammer deines Grills sind aus robustem Aluminiumdruckguss gefertigt. Das Material leitet und verteilt die Hitze im Inneren des Grills gleichmäßig und effizient und ist außerdem besonders leicht. So brauchst du dich weder groß abschleppen noch deinen Gasgrill mit Samthandschuhen anfassen. Das strapazierfähige Aluminium kann auch von innen ordentlich geschrubbt werden, ohne dass was kaputt geht. Auch miesem Wetter bietet der witterungsbeständige Kleine damit die Stirn. Kompakt unterwegs mit Wayne. Du willst deinen neuen Grillgefährten auch mal unterwegs anwerfen? Dann pack ihn einfach in den Kofferraum. Dein tragbarer Gasgrill lässt sich an den beiden großen Tragegriffen und mit seinen 12,6 Kilogramm Gesamtgewicht bequem zum nächsten Outdoor-Grillplatz transportieren. 5, 8 oder 11 Kilogramm. Nimm, was du brauchst. Du kannst jede gängige Gasflaschengröße an deinen tragbaren Gasgrill anschließen. 8 Kilogramm oder 11 Kilogramm sind ideal für Barbecue zu Hause. Für unterwegs nimmst du dann die 5 Kilogramm Flasche. Aber nicht vergessen, zeig dich verantwortungsvoll und schmeiß den Grill nur auf ausgewiesenen Plätzen an. Wayne kommt inklusive Abdeckhaube. Abgedeckt mit einem hochwertigen Grillcover, trotzt dein tragbarer Gasgrill Wind, Regen, Schnee, Eis und UV-Strahlung ohne Probleme. Die passende Abdeckhaube haben wir dir natürlich auch noch in die Box gefeuert. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Verkleidung um die Regler komisch verzogen oder verbeult. Lackschaden. Die Flamme der Brenner ist nicht sichtbar. Der Deckel ist etwas wackelig. Standfuß und Griffe sind aus Plastik. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Alles ist sehr hochwertig und durchdacht. Die Reinigung ist sehr einfach. Stabile Füße. Der Grill macht einen guten Eindruck. Der Grillrost ist groß genug. Praktisch ist die herausnehmbare Fettschublade. Die Grillergebnisse sind gut. Das Material der Grillschale und des Grilldeckels ist wertig. Das war's mit unserem Testbericht zum Bernhard tragbaren Gasgrill. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!